Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Heute, ich will ein paar Sachen ankündigen. Zum einen den Uploadplan im Moment, wie der im Moment aussieht. Denn das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und das finde ich fast sinnvoll. Uploadplan habe ich vor. Einmal täglich Minecraft. Das, wie ich es jetzt im Moment die letzten paar Tage gemacht habe, das sollte ich hinkriegen. Das ist wirklich nicht schwer. Das werde ich machen, so in etwa. Und dann kommt noch ein zweites Projekt dazu, nämlich Pokémon Blattgrün. Ein sehr, sehr aufwendiges Projekt. Ihr werdet schon sehen, warum, sobald ich das anfange. Und deshalb wird es einmal die Woche kommen. Voraussichtlich samstags oder so, ab nächster Woche. Und dann werde ich mal schauen, ob ich noch weitere Projekte mache, aber dazu kommen wir später. Zum zweiten Punkt der Tagesordnung. Jetzt schon wieder ein Fail. Klasse. Ja. Und gleich den nächsten. Was ich sagen wollte ist, ich hätte gern von euch einen Kommentar oder eine PN über ein paar Informationen, die ich gern wissen würde. Ich würde gerne meine Qualität von den Videos und sowas anpassen auf den Geschmack der meisten Zuschauer, oder von den meisten Leuten, wie es euch am besten gefällt halt. Ja, dich, genau du, der da gerade vom Dings steht, Video steht. Es interessiert mich einmal, erstens, was für eine Qualität schaut ihr gerne meine Videos an? Würdet ihr schaut allgemein YouTube-Videos 480p, 27, 1080 oder Original? Ich kann es in allen Qualitätsstufen rendern, es ist nur halt dann aufwendiger für mich, wenn ich die höheren mache. Und wenn es die meisten Leute nicht brauchen, dann ist es unnötig, vor allem weil es Unmengen an Zeit kostet und mich dadurch ein bisschen mehr aufregt. Und es ist mein Kommentarstil ein bisschen schlechter sein könnte, beziehungsweise manchmal einfach weniger kommt. Dann würde ich gern wissen, als zweiten Punkt, was für eine Videolänge bevorzugt ihr? Schaut ihr gerne viele Videos an, die kurz sind oder längere? Schaut ihr lieber 5 Minuten Videos, 15 Minuten, 30, 60 oder 120 Minuten oder kurz 2 Stunden? Bei mehr als 2 Stunden mache ich nicht, weil die auf den iOS-Geräten nicht mehr funktionieren und auf den ganzen Handheld-Geräten. Deshalb so um die 2 Stunden rum ist das Maximum, das ich machen kann. Und ich würde gerne wissen, was wirklich am liebsten für Längen. Und dann, als dritten Punkt, würdet ihr euch das interessieren, wenn ich auch noch andere Sachen machen würde also als Let's Plays an Gameplay-Sachen, statt nur Minecraft hier was zu bauen, so auch mal eine Diskussionsrunde zu machen, zu diskutieren, entweder mit irgendwelchen Sachen, die ihr mir sagt, wo ich dann drüber nachdenke, oder wenn ihr mich in Skype addet, LP Octabyte, dürfte auch auf der Website, auf YouTube wieder stehen. Und ja, das würde ich halt gern wissen. Also, wenn ihr das findet, fändet ihr sowas gut? Von mir aus, ich kenne mich bei vielen Sachen noch gut aus, die im Bereich mit irgendwelchen Sachen sind, irgendwelche Fragen zu beantworten, aus verschiedensten Fächern, schulischer Art oder sonstiges. Solange es nicht Französisch oder Latein ist und Deutsch, wenn möglich auch nicht. Naja, wenn es sowas Interesse gibt, dann schreibt es doch einfach mal. Ansonsten schreibt einfach drittens Gameplay only, was weiß ich, irgendwie sowas in die Richtung oder auch Diskussionen und sowas. Dann würde ich gerne wissen, wie oft täglich würdet ihr solche Videos dann auch gerne anschauen? Einmal täglich, zweimal täglich, je nachdem halt maximal mehr als dreimal täglich, wenn ihr nichts hochladen, außer ihr wollt gerne 5-Minuten-Videos. Das ist dann nämlich wieder was anderes. Dann würde ich gerne eure Projektwünsche wissen. Was würdet ihr gerne mal sehen als Projekt? Ich habe ziemlich viel Auswahl und ich kann ziemlich viele Sachen machen. Ich würde gerne wissen, was würdet ihr denn gern sehen? Mögt ihr Minecraft so gern, dass ihr sonst nichts anschauen wollt? Oder wollt ihr, keine Ahnung, irgendwas gern sehen? Schreibt's doch da auch dazu. Und dann würde ich gerne wissen, was für eine Art Alltagssprache ihr gerne verwendet. Es ist jetzt einfach nur, es klingt ein bisschen komisch, die Frage, aber es ist darum, dass ich nicht weiß, genau, was für ein Publikum schaut mich, was für Leute schauen mir zu. Sind es hauptsächlich Jugendliche, oder Kinder und Jugendliche, dann würde ich gern wissen, was ihr gerne sprecht. Oder ob ich mit Leuten spreche, die alle, was weiß ich, Deutsch studiert haben. Deshalb würde ich gern wissen, was sprecht ihr für eine Sprache? Sprecht ihr häufig mit irgendwelchen Flüchen oder sonstigen Sachen? Habt ihr einen gepflegten Wortschatz? Irgendwie sowas in die Richtung. Nur ganz grob, wirklich nur anzeichenweise. Alltagssprache, gehobene Alltagssprache, was weiß ich, halt irgendwie sowas, würde ich gern wissen. Dann würde ich gern, wenn es geht, noch gern wissen, wie schaut ihr gern meine Videos an? Wann?
Wie viel Uhrzeit? In der Schule, während dem Unterricht? Oder das ist jetzt nicht unbedingt das sinnvollste Beispiel, weil das jetzt nicht unbedingt das ist, was man unbedingt machen sollte. Aber wenn man zum Beispiel so daheim auf dem Sofa zum Einschlafen für andere Zwecke, ich lasse es jetzt mal so offen für die Leute, die wissen, was ich meine. Irgendwie sowas würde ich gerne einfach mal wissen, wenn euch das unangenehm ist, deshalb biete ich das auch an das PN, das einfach wäre mir am liebsten. Und ja, das wollte ich gern wissen. Als nächstes würde ich gern Ankündigung machen zu einem kleinen Gewinnspiel. Einem wahrscheinlich monatlichen Gewinnspiel zum Thema Videoqualität. Ich finde Videoqualität ist wichtig und da ich immer nicht so weiß, was ich noch machen kann, dass ich meine Videoqualität noch erhöhe, würde ich gern wissen, was denkt ihr, was passt euch nicht, was stört euch? Sind irgendwelche Sachen drin, wo ihr sagt, oh, das ist katastrophal, das musst du unbedingt ändern oder sowas? Schreibt es einfach, sowas interessiert mich. Derjenige, der sich am meisten um sowas kümmert, gewinnt das Gewinnspiel. Das heißt, wer mir am meisten die besten Ratschläge, ich sage jetzt wirklich die besten Ratschläge, wer jemand viele gute und einer einen extrem brillanten macht, dann muss ich halt überlegen, wer gewinnt. Aber im Normalfall geht es wirklich darum, wer die besseren Sachen hat und dann erst die Summe. Also wenn einer viele gute Sachen hat, nein, einfach nur massenhaft Müll ist, das bringt mir auch nichts. Und da geht es dann wirklich um Sachen, die tatsächlich auch was bringen, wo ich auch ändern kann, zum Beispiel. Oh Mann, ist hier viel Kohle. Und das Gewinnspiel wird halt einmal im Monat laufen, bis zum 1. des nächsten Monats. Ich werde jedes Mal ein neues Ankündigungsvideo machen, wo ich dann wieder sage, was ich dieses Mal wissen will oder sowas. Und Information und Bedingung ist wirklich nur, dass man so irgendwas macht. Man kann gerne auch, wenn man viel gerne Werbung macht für mich, sagen wir es mal so in Form von, keine Ahnung, Bannern oder einfach von Form, wenn man Freunden erzählt, Fotos von Freunden machen oder sonstiges, irgendwie sowas in die Richtung, freut mich natürlich sehr und deshalb würde ich das auch, also sowas kann ich natürlich auch berücksichtigen. Es geht nur darum, dass man halt da was tut, irgendwas, das mir auch was bringt. Und weil ich finde es einfach langweilig ansonsten. Vor allem, wenn die Videoqualität sich steigert, dann wird es einfach besser. Und ja, es wird wahrscheinlich Minecraft zu gewinnen geben. Außer, wenn man das schon hat, kann man das auch gern sagen. Dann werde ich, also derjenige, an den schreibe ich eine PN oder werde ich ein Video machen, wieder sagen, der hat gewonnen. Und bitte bei mir melden, ob Minecraft oder was anderes im gleichen Wert, Klammer auf 20 €, Klammer zu, haben will. Und wenn, dann schaue ich, dass ich das mich darum kümmere. Und dann wollte ich, kann ja mal einfach zusammenfassen. Für die Leute, die nur wenig Zeit haben, ist es natürlich jetzt zu Ende. Aber für diejenigen, die sich interessieren, wozu ich das eigentlich mache mit den ganzen Informationen. Mein Problem ist das Dilemma am Anfang, also das Dilemma von der Videoqualität. Das Problem ist Videoqualität und Länge. Erstmal Länge. Problem an der Länge, es gibt die Leute, die haben 5 Minuten Pause und die schauen sich das gern an. Es gibt Leute, die haben einfach wenig Zeit. Das heißt, man muss die Sachen kurz halten. Problem, in kurzer Zeit was zu schaffen, in einer Viertelstunde Minecraft was zu schaffen, ist unglaublich schwer. Man schafft fast gar nichts, man kommt kaum voran, deshalb mache ich da am liebsten längere Parts. Problem ist, je länger die Parts werden, desto weniger Leute können sich die anschauen. Deshalb würde ich gern wissen, warum, was ist die Videolänge, die ihr am liebsten anschaut. Dann ist die Dateigröße. Ich lade 4 oder 5 Stunden am Tag hoch, wenn ich ein Minecraft-Video von einer Stunde ungefähr hochlade. Weil die Sachen 2,3 GB groß sind und ich einfach nicht die, also keine 1 Megabit pro Sekunde hochlade. Es ist von der Qualität, damit das bei 720p gut ist. Wenn ich jetzt da eine höhere Qualität mache, die sowieso keinen Unterschied macht bei Minecraft, mehr als 720 zu machen, ist absolut verschwendet. Man könnte wahrscheinlich auf 480 machen, aber ich bin jetzt auf 720 umgestiegen. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, was würdet ihr am liebsten sehen von der Qualität her? Originalvideos kann ich machen, haben mehr oder weniger die gleiche Größe wie die normalen 1080er. Nur sind die über 1 GB groß, wenn man eine Viertelstunden Video macht. Und das ist halt unglaubliches Problem. Weil ich kann nicht den ganzen Tag Computer laufen lassen, weil das braucht Strom, wenn ich Tag und Nacht am Laufen habe, wegen Rendern, weil das länger dauert und sowas. Deshalb muss ich die Qualität ein bisschen begrenzen. Und deshalb würde ich halt gerne wissen, schaut ihr das überhaupt in einer gewissen Qualität an? Wenn ihr das alle nur 480p habt, im Hintergrund laufen, 240 runterstellt, dass man es einfach nur flüssig läuft zum Anhören, dann ist es was anderes, als wenn ihr wirklich genaue Sachen anschauen wollt. Deshalb
bitte ich euch einfach mal, das in die Kommentare, also in den Kommentar oder sowas zu schreiben. Für die Arten von Kommentar habe ich auch ein paar Sachen genannt. Ich habe einfach ziemlich viele Gedanken den ganzen Tag im Kopf, wo ich alles Mögliche drüber mitmachen könnte, und deshalb weiß ich immer nicht genau, soll ich jetzt das auch sagen? Interessiert das jemanden? Oder wollt ihr sowas überhaupt hören? Ist das interessant? Weil es ist einfach Schmarrn, irgendwas hochzuladen, was niemanden interessiert, oder irgendwas hochzuladen oder irgendwas nicht hochzuladen, wo eigentlich Interesse dafür ist. Reden könnte ich den ganzen Tag, aufnehmen genauso. Und es ist halt doof, wenn man nichts weiß. Also, ja. Und deshalb würde ich gerne wissen, ob das so, was ihr gerne hören würdet. Zur Häufigkeit ist natürlich das gleiche wie mit der Dateigröße wieder. Abhängig davon, wie groß die Dateien sind, kann ich natürlich schneller hochladen und angenehmer hochladen. Vor allem kann ich das Internet blockieren die ganze Zeit. Nämlich das Problem, wenn ich was hochlade, geht nur bei MBS Internet. Fragt mir nicht, wieso das auf meinem iPad und beim Computer funktioniert, aber sonst niemand im Haus. Und dann habe ich gesagt, was für Projekte ihr gerne seht. Ich sehe häufig, dass viele Leute mich bei WoW-Parts abonnieren. Das heißt für mich natürlich, dass WoW sehr beliebt ist. Das ist halt das, wo ich nicht weiß, kann ich das so rüberbringen, dass es Spaß macht. Das ist das Interessante. Dann würde ich, stimmt, ich hätte vielleicht noch sagen sollen, ob ihr lest ihr häufig, lest ihr Videobeschreibungen? Das würde mich auch interessieren. Einfach so, ob ich da was reinschreiben kann, wenn ich was vergessen habe, irgendwas Wichtiges zu sagen. Zum Beispiel, wenn ich eine neue Facebook, Twitter, sonstiges habe, dass ich da irgendwo das drunter schreibe, liest man das dann. Und dann habe ich gesagt, wegen der Sprache, das habe ich glaube ich schon erklärt. Und das wie Ansehen ist halt interessant für mich persönlich. Weil ich natürlich dementsprechend noch ein bisschen meinen Kommentar anpassen kann, wenn ich weiß, dass sämtliche Leute das nur in Gruppen von Freunden anschauen, auf irgendwelchen Partys, um ein bisschen Spaß zu haben, dann ist es natürlich wieder was komplett anderes als sonst was. Und wenn ihr natürlich eine Party machen wollt und so und eine gute Idee habt, was ich dafür zocken soll, dann schreibt es einfach, dann kümmere ich mich drum. Wenn möglich nur rechtzeitig sagen, dann kümmere ich mich wirklich drum. Und dann habe ich noch gesagt, was wollte ich noch sagen? Blackout. Nö. Ich wollte eigentlich noch, ja, ich wollte das einfach gesagt haben. Es ist für mich interessant zu sehen. Ich habe jetzt übrigens Werbung auf den neueren Videos, kommen keine Werbung mehr drauf. Weil das einfach später für den Fall, dass ich tatsächlich mal Partner werde, dann unnötig auffällt und es sowieso einfach nur nervig ist. Vor allem für mich bringt das keinen Vorteil. Für 50 Cent im Monat, ab 10 Euro kann man es abheben und es muss man noch versteuern, alles. Ist viel zu aufwendig im Moment. Deshalb ist es im Moment so, dass ich sage, nö, mache ich im Moment nicht. Und stattdessen habe ich jetzt ein paar andere Sachen gemacht. Ich habe jetzt eine Facebook-Page, ist verlinkt. Ein Blog werde ich wahrscheinlich noch machen, wird dann auch verlinkt, sobald er da ist. Dann habe ich, was habe ich noch? Facebook, Twitter habe ich natürlich. Habe ich schon eine ganze Weile, habe ich auch immer schon verlinkt. Also sind auch immer die ganzen Uploads da. Ich werde das aber beim Facebook auch machen. Da werde ich jedes Mal, wenn ein neues Video kommt, das auch verlinken. Nochmal, wenn ich dran denke. Ja, und deshalb könnte es einfach interessant sein. Dann natürlich noch, was gibt's noch? YouTube natürlich, die Abo-Features, wenn man es gerne anschaut. Ich finde es ein bisschen interessant mit dem, dass die automatisch nur die Highlights anzeigen von den Abos. Ich würde da immer wieder schauen, ob alle da sind. Einfach mal auf alle gehen. Und nur wenn alle da sind, dann tatsächlich auch was machen. Also, und wenn es nicht auf alle ist, halt wieder auf alle stellen. Für den Fall, dass man sonst irgendwas Wichtiges verpasst. Das wäre ja schade drum. Vor allem, wenn man irgendwelche Sachen an. Also, manchmal, man weiß ja nicht, wie das klassifiziert ist in YouTube. Und dann würde ich euch. Und dann sehen wir uns dann. Ja, und dann würde ich sagen, wir sind fertig mit dem Video, oder? Habe ich noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Deshalb würde ich sagen, wir beenden das hier. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Minecraft Tech Up. Ich glaube, wir sind inzwischen beim Hochladen, glaube ich, auf 7. Und beim Aufzeichnen 12, 13, 14. Oh, hab richtig viel aufgenommen letztes Wochenende, deshalb habe ich noch einiges von dem Zeugs hier. Und natürlich will ich jetzt nicht, dass das Video so aussieht, dass ich da gar nichts mehr machen kann, weil es ewig dauert zum Hochladen. Werde ich das dann hier auch beenden. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen. Ja, okay, das brauche ich nicht wirklich sagen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter und sagt warum. Und das ganze restliche Zeugs. Subscribe, wenn es euch gefällt.
Aber ich glaube, dass Ankündigungsvideos sowieso nur für Subscriber oder für Abonnenten interessant sind, deshalb frage ich mich, warum ich das überhaupt sage. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. See you, Leute.